So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Was muss man denn gestern zu dem Spiel sagen? Einfach nur schade, dass Dortmund rausgeflogen ist. War wirklich spannend. Aber gut, so kann es eben sein. Im DAX oder in dieser Woche lief jetzt hier, ist auch recht unglücklich gelaufen. Hier das Kauflimit nicht erreicht. Der Short wurde ja nicht ausgeführt, da wurde nur ein Dow Jones Short aufgenommen, der mit Verlust ausgestoppt worden ist. Dann hier, sage ich mal, das Signal, als es hier über den EMA 200 ging, also was auch im Tageschart so eingezeichnet war, nicht gleich genommen. Ich meine, durch das Gap waren über 100 Punkte im Prinzip schon weg, bin ich nicht long gegangen. Und ja, und jetzt eben auch noch gestern das Short Limit, auch wenn es jetzt hier an der Widerstandslinie gewesen wäre, nicht ausgeführt. Also sind jetzt hier im DAX, ist diese Woche kein Trade am Laufen gewesen. Was jetzt hier möglich ist und vielleicht und auch höchstwahrscheinlich, dass es eben jetzt hier runter geht. Im Idealfall kann es auch sogar bis 9.900 gehen, aber ideal oder beziehungsweise sehr bullisch wäre eben jetzt nur ein Rückgang bis zur 10.000er Marke, beziehungsweise eben 9.960 rum. Und dann von dort aus, wie jetzt eben hier eingezeichnet war, dass es jetzt hier nach oben geht und dann nochmal eine Aufwärtswelle, die eben dann Richtung 10.200 geht. Also ich zeichne das hier nochmal kurz ein. Also irgendwas in diesem Bereich kann sich auch natürlich dann noch ein bisschen ausdehnen. Oder eben dann direkt hier Richtung 10.000. Die Alternative wäre, dass es hier nochmal runter geht und dann so nach oben. Also jetzt hier in diesem Bereich eine Rücklaufzone. Und im Extremfall würde es hier Richtung EMA 38 gehen. Aber der wurde hier im Prinzip schon nicht erreicht und ich denke nicht, dass es hier im Stundenchart, dass er hier auch im Stundenchart, jedenfalls nicht heute, erreicht wird natürlich, ja. Mal sehen, was nächste Woche ist. Auf den Blick bei den US-Indizes. Ja, hier hat sich jetzt gestern im S&P 500 im Tageschart ein Doji gebildet. Schauen wir kurz auf den Nasdaq, was hier im Tageschart hat sich eben auch, ja, ein mustergültiger Doji jetzt gebildet. Aktuell stehen hier die Futures leicht im Minus. Ja, Freitag könnte jetzt hier eben auch leichte Gewinnmitnahmen kommen. Aber denke ich mal hier Richtung, ja, 4.526, also Gap-Oberkante. Mehr vermute ich jetzt erstmal nicht. Beim S&P, ja, wäre es jetzt hier. Hier wäre ein bisschen mehr Spielraum, hier wäre sogar, könnte hier sogar ein Gap Close möglich sein, zurück auf den EMA 10. Also hier warte ich ab, lege hier zwei Limits rein, die gebe ich nachher dann bekannt und dann sollte man hier vielleicht noch heute einmal kurz eingestoppt werden, aber dann kommt eben auch drauf an, wo der Markt hingeht. Und eventuell wird ein direkter Verkauf dann sogar noch heute erfolgen. Andernfalls wird eine zweite Position hier aufgenommen und dann auf bis nächste Woche dann gewartet. Im Gold, da wurde man ausgeführt. Hier steht jetzt Gold auch, exakt an dem Kauflimit wieder. Wie gestern erwähnt, war das jetzt hier eine negative Kerze und das bleibt jetzt hier mit den zwei Kauflimits bestehen.
Und auf Schlusskursbasis liegt jetzt der Stopp hier unten. Ist recht groß, aber sollte jetzt sich hier ein Ausbruch ergeben, dann sollten wir hier die 1300er Marke eben erreichen. Und dann hat man hier 70 nach oben und 70. Das wäre halt auch nur ein CRV von etwa 1. Silber zeigte gestern keine Schwäche mehr. Gab es keinen Rücklauf mehr an unser Kauflimit, das bei 15,80 liegt. Ja, hier scheint einfach Silber nach oben zu wollen. Ging ja gestern auch nicht wirklich mehr, also nach dem Abverkauf, als dann Gold am Abend nochmal Schwäche zeigte, wollte Silber nicht runter. Ja, blieb bei 16, bei rund 16,15. Und ihr seht es eben allen, scheint es hier jedenfalls hier ein mächtiges Kaufsignal dann zu geben, beziehungsweise ein Move bis 17 US-Dollar sollte bei einem Wochenclose über 16,20 rund möglich sein. Sonst liegt hier noch eine horizontale größere Unterstützung bei 18,50 bis ja, 18,70, 18,50. Bei den Einzelwerten, wenn man Siemens war im Wochenchart, habe ich jetzt mal hier im Tageschart umgeschaltet. Da wurde jetzt hier fast exakt, ja, exaktes Gap geschlossen. Dass jetzt hier es leicht nach unten geht, ist nicht verwunderlich, aber dann sollte eben auch eine neue Welle nach oben folgen. Wie weit jetzt? Möglicherweise eben auf 91,30 oder auch weiter höher soll die Korrekturbewegung enden. RWE, immer noch keine dynamische Bewegung drin, sollte es längst schon sein. Abwarten ist hier angesagt und Allianz kam jetzt, liegt jetzt zwischen EMA 200 und EMA 100, EMA 200 und SMA 200. Dass es hier nicht gleich direkt hochgeht, ist auch fast verständlich oder logisch. Commerzbank ist ja kein Schwergewicht. Hier gibt es auch einen leichten Rückgang und sollte dann im Prinzip jedenfalls dieses Hoch genommen nehmen im Anschluss. Vielleicht scheitert er. Also ne, für mich wäre ein prädestiniertes Ziel wirklich hier die 9,10, 9,16. Dann haben wir hier auch nochmal ein Gap geschlossen. Hier oben ist zwar auch nochmal eins, hier nochmal ein leichtes, aber das ist hier das Offensichtlichste. Was gibt es sonst noch? Hugo Boss schleicht auch vor sich hin. Nichts Weltbewegendes. Fresenius, da ist ja der Stopp schon nachgezogen worden. Nach dem glücklicherweise idealen Einstieg. Und ja, sollte sich weiter nach oben ausdehnen. Was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Dieses Währungspaar. Plus Stopp nachgezogen. Schauen wir mal kurz im Tageschart. Ja, der Stopp passt soweit. Im Idealfall sollte es jetzt hier nicht unter dieses hochgehen. Das ehemalige Verlaufshoch, also kleinen Rücksetzer hier runter. Und dann anschließend nicht mehr ganz so tief und dann hier hoch. So wäre es jetzt im Prinzip der neue Plan. Das war's. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, für den DAX erstelle ich nachher einen Fahrplan. Bis dann.